Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich bin der Jan, das ist der DS7, vormals DS7 Crossback. Und ihr schaut den Kofferraumcheck, wo wir uns jetzt gemeinsam ganz detailliert den Kofferraum vom DS7 anschauen werden. Wir haben den DS7 hier als E-Tense, das heißt als Plug-in-Hybrid. Es gibt ihn in zahlreichen Ausstattungslinien und je nach Ausstattungslinie ist dann halt auch eine elektrische Heckklappe mit an Bord. Die können wir über einen Taster im Innenraum steuern, über einen Taster hier unterhalb des DS-Logos, über den Schlüssel. Dann haben wir hier die mittlere Taste. Oder wenn ich den Schlüssel bei mir trage, dann reicht hier auch eine Wischgeste unterhalb des Stoßfängers. Und dann fährt die Klappe elektrisch auf. Ich kann die hier programmieren und sie verfügt auch über einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen, sondern vor allen Dingen auch im unteren Bereich. Ja, zuladen kann ich hier 555 Liter. Wenn ich die Rücksitzbank umklappe, dann sind es gar 1750 Liter. Stauvolumen, Ladevolumen, Volumen überhaupt. Mein Fass, das hebe ich erstmal 78 cm nach oben. Dann kann ich es auf der Edelstahl-Einstiegsleiste hier in die Ladekante ruhen lassen. Und dahinter geht es dann nochmal 15 cm nach unten. Da war wohl mal ein doppelter Ladeboden angedacht. Den haben sie hier aber nicht umgesetzt. Ich habe hier eine Stehhöhe bei dem Auto von 1,83 Meter unter der Klappe und ich brauche eine lichte Höhe von 2,05 Meter, um die Kofferraumklappe zu öffnen. Allerdings, wenn meine Garage nicht ganz so hoch ist, kann ich die natürlich auch ein bisschen tiefer zur Öffnung, also den Öffnungswinkel ein bisschen tiefer programmieren. Selbstverständlich schauen wir uns den Kofferraum auch mal an. Also hier geht es erst hoch, dann die Edelstahlkante und dahinter wieder runter. Und das auch nicht zu knapp. Jetzt haben sie hier uns ein paar Taschen mitgegeben. Der Ladeziegel, ne, wenn ich in der Steckdose laden möchte. Das Typ 2 Ladekabel, wenn ich an die Wallbox oder den Charger gehe. Und das ist hier einfach nur Putzmittel. So, jetzt nochmal freier Blick in den Kofferraum. Und hier hinten sieht man ja, Mensch, doppelter Ladeboden. Was habe ich gemacht? Das ist ja hier auch so ein Griff, den kennt man auch, gezogen. Und da merkt man schon, hier ist nicht viel und ich kann es einfach nicht höher setzen, weil das gar nicht so breit. Hier vorne kann ich es trotzdem anheben, denn hier haben wir nochmal das Tire-Kit untergebracht, auch mit dem Klettverschluss und der Abschlepphaken. Und hier ist das First-Aid-Kit. Also ein bisschen Stauraum haben wir da. Und hier verbirgt sich dann das Warndreieck. Das finde ich immer gut, wenn es in der Klappe ist. Dann muss man den Kofferraum zur Not nicht entladen. Gut, dann noch mal im Detail. Hier hinten gibt es eine Zuröse, also im oberen Bereich. Und da das Pendant dazu. Wir haben eine Kofferraumbeleuchtung auf der rechten Seite und im vorderen Bereich hier nochmal so ein Gummiband. Den Umwerfer für die Rücksitzbank und dann hier noch so ein kleines Fach. Theoretisch kann ich dann hier auch dieses Ding rausnehmen. Ich weiß bloß nicht wofür. Das bringt nichts. Ich hatte auch einmal probiert, den Sichtschutz hier zu verstecken, aber auch das macht natürlich keinen Sinn. Dann gibt es hier einmal 12 Volt. Auch hier der Umwerfer, auch hier die Kofferraumbeleuchtung. Aber das war's dann im Prinzip. Natürlich die Zuösen gibt es auch noch. Ein richtiges Scharnier ist das nicht, sondern eher so ein Gummipropfen, der hier in so einer Halterung drin sitzt. Also das ist natürlich der Sichtschutz, über den wir sprechen. Im oberen Bereich sieht es ein bisschen besser aus. Ja, mit beherzten Schlägen von unten kann man das Ganze lösen. Der Sichtbereich, da sehen wir Stoff. Und da den Bereich, den man sonst nicht sieht, also die Unterseite, da sieht man, dass es Presspappe ist. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter hier gerade eben noch so an die Sitzentriegelung. 60% fallen links. Ich kann aber sonst natürlich auch die Hebelchen hier nutzen. Die restlichen 40% lege ich dann eben so um. Und zu guter Letzt noch mal einen Blick an die Haube. Hier habe ich den Taster zum Schließen. Und wenn ich nicht die elektrische Heckklappe habe, dann habe ich hier einen Griff als Zuziehhilfe. Und das war's. Ja, und was hier jetzt entstanden ist, ist im Prinzip so ein kleiner Pool. Ne? Ich weiß auch nicht, was sie sich daran gedacht haben. Also an hier dieser harten Kante oder dieser hohen Stufe, die hier eingesetzt ist. Natürlich, wenn du hier noch
Ladeboden zwischen hast, macht das alles Sinn, aber ohne Ladeboden sieht es schon ein bisschen komisch aus. Ne? Wir haben eine Breite hier an der engsten Stelle von 94 cm, also die Aufnahme des doppelten Ladebodens, den man ja eigentlich nicht braucht. Wir haben hier eine Höhe von 84 cm und bis zum Sichtschutz habe ich eine Höhe von 60 cm zur Verfügung. Was die Einladetiefe angeht, hier die Lehne steht ja oben immer ein bisschen raus, das sind 76 cm. Hier unten haben wir 87 cm, umgelegt bis zur Kante 1,60 m und wenn ich den Beifahrersitz nach vorne schiebe, dann habe ich 1,93 m als Einladetiefe hier im Fahrzeug, im D7. Ja, wer eben mitgezählt hat, kommt auf 12 Kisten. Das ist aber nicht das richtige Ergebnis, denn ich habe nochmal umgepackt und noch mehr Wasserkisten in den Kofferraum bekommen. 1750 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank ist wie viel in Wasserkisten? Da oben stehen 8, hier unten stehen 6, also 14. Ja, wie viele Kisten passen bei genutzter Rücksitzbank hier in den Kofferraum? Nicht ganz überraschend, 6 Kisten. Hier bekomme ich keine extra Kiste mehr hin und besser kriege ich sie auch nicht angeordnet, die Kisten hier im Auto. Ja, es ist ja relativ klar, dass ich ins Auto mein Fahrrad bekomme. Beim Mittelklasse-SUV sollte auch ein nicht zerlegtes 28 Zoll Rennrad ins Fahrzeug passen. Die Frage ist immer, wie einfach geht das? Und ihr habt es gesehen, ohne zu korrigieren, groß habe ich das einladen können. Und hier der kontrollierende Blick. Ich habe nicht mal ansatzweise Probleme, das Fahrrad hier zu verstauen. Möchte ich hingegen die Rücksitzbank nutzen, dann passt mein zerlegtes 28 Zoll Rennrad hier auch in den Kofferraum. Ist natürlich hier alles so ein bisschen, muss man aufpassen, die Kette, die bei meinem Fahrrad ja hier nicht mehr dabei ist, würde jetzt ans Polster schmieren, aber das kann man ja mit Plastikfolie abfangen. Von der Sache her geht es zumindest, ein 28 Zoll Rennrad hier in den Kofferraum zu legen. Zerlegt natürlich, sieht man ja. Ja, ein weiterer Alltagsklassiker, den ich mir ausgedacht habe, ist diese Leiter zu verladen. Und auch die lade ich bei allen Fahrzeugen ein. Und im Übrigen ist auch alle Maße der Sachen, die ich einlade, findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Falls ihr was Ähnliches habt, ein Surfbrett oder so, dann könnt ihr das adaptieren für eure Ansprüche. Den Beifahrersitz habe ich so eingestellt, dass man da mit 1,80 Meter bequem sitzen kann. Und ich komme hier mit dem Oberteil der Leiter nicht mal an den Beifahrersitz dran. Und auch hinten zum Wagenende habe ich ein bisschen Platz gelassen. Die Leiter also kein Problem für den DS7. Seid ihr bereit für eine weitere Runde? Der kleine Jan will verheiraten. Und wenn ihr es nicht seid, ich ziehe trotzdem durch hier. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Tasche vom Ladekabel auch noch mit einzupacken. Denke mal, im Urlaub könnte man das gebrauchen. Und ich habe tatsächlich hier alle meine Taschen und Koffer auch runterbekommen. Das ist ein Rucksack von Peak Design, 65 Liter. Die Tasche ebenfalls, auch 65 Liter, beides gefüllt mit alten Decken. Ein 45 Liter Fotorucksack, den ich, wenn es Equipment drin wäre, nicht so werfen würde, aber auch hier nur alte Decken. Und dazu meine 3 Trolleys, Handgepäck, Aufgabegepäck in mittelgroß und groß. Und all das passte in den Kofferraum unter die Ladeabdeckung und die Klappe hat einfach so geschlossen. Und die Klappe hat einfach so geschlossen. Ey, manchmal habe ich es aber auch. Und die Klappe hat automatisch geschlossen. Also es war nicht zu viel. Die Klappe konnte schließen, ohne dass da irgendwie der Einklemmschutz gemeckert hat. So, das meinte ich natürlich. 590 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 80 Kilogramm auf die Dachreling geben quasi, mit Hilfe eines Gepäckträgers natürlich. Die Anhängerkupplung, die optional hat, unterstützt das von 70 Kilogramm oder nur 70 Kilogramm. Mit der darf ich dann Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1250
Kilogramm, also 1,25 Tonnen, wenn man so möchte. Dazu muss der Anhänger natürlich gebremst sein. Ist er das nicht, hat man das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, ich hoffe, dieses Video war nützlich für euch und konnte euch helfen bei eurer Entscheidung, ob der DS7 ein gutes Auto für euch da draußen ist. Ich kann euch noch sagen, ob Diesel oder Plug-in-Hybrid, das Kofferraumvolumen variiert nicht, das ist immer gleich. Gut, bleibt mir noch, mich zu verabschieden hier schön in der Höhensonne, in dem falschen Licht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wenn ihr mehr Kofferraum-Checks sehen wollt, abonniert Ausfahrt TV Plus. Kostet nichts, tut auch nicht weh. Macht am besten die Glocke an, dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung auf dem Handy, wenn es ein neues Video gibt. Ja, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.